Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegler'schen. An dieser Sonnenblume lag's. Eine ältere Dame wohnt in einem engen Zimmer, genau eine Etage unter ihrer Vermieterin, mit der fast alle anderen Hausbewohner im Streit lagen. Da überlegte die Dame, wie sie wohl der Vermieterin ein wenig näher kommen könnte. Wenn sie an ihrer Tür läutete, wurde ihr nicht aufgemacht. Wenn sie versuchte, sich übers Telefon zu melden, wurde nicht abgehoben. Da hatte die Dame eine Idee. Sie pflanzte eine Sonnenblume in einen Topf und stellte sie auf den Balkon. Die Sonnenblume wuchs und bald erreichte sie den oberen Stock, den Balkon der Vermieterin. Und als die Sonnenblume zu blühen begann, da leuchtete die Blüte auf der Höhe des oberen Balkons, wo die Vermieterin wohnte. Da freute sich diese so sehr, dass sie hinunterging und sich für die Blume bedankte. Und so kamen die beiden miteinander ins Gespräch. Wissen Sie was? Vielleicht ist ja dieser Gottesdienst heute so etwas wie eine Sonnenblume, die uns miteinander und mit Gott ins Gespräch bringt. Freuen Sie sich auf meinen Gast heute in der Stunde des Höchsten, Karin Bockstahler. Sie arbeitet bei den Ziegler'schen in der Behindertenhilfe und ist selbst Mutter von drei Kindern, darunter einen geistig und körperlich behinderten Sohn. Wie sie das Leben meistert, erzählt sie mir im Gespräch. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir mit Worten von Psalm 136 beten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne den Tag zu regieren, den Mond und die Sterne die Nacht zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Guter Gott, wir kommen heute zu dir, um in deiner Nähe Ruhe zu finden. Lass die lauten Stimmen unserer Wünsche, unserer Pläne, Ängste und Sorgen in uns stille werden. Und dann sprich du zu uns, weise du uns den Weg und schenke uns Kraft und Mut, dass wir auf dich vertrauen und unsere Zeit in deine Hände legen. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten Karin Bockstahler. Streng katholisch erzogen, sie wollte Pfarrerin werden, wollte aber nicht ins Kloster. Hat ihre Mutter, die an Krebs erkrankt war, mit nur 54 Jahren verloren. Heute ist sie glücklich verheiratet und hat 3 Kinder. Eine spannende Biografie. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Bockstahler. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch. 3 Kinder, aber Sie haben bald gemerkt, dass mit dem zweiten Kind irgendetwas nicht stimmt. Was war? Der Lukas heißt unser zweites Kind. Der hat einen Bruder, der ist ein gutes Jahr älter. Und da fiel mir natürlich sofort auf, dass er sich anders entwickelt. Dann war natürlich ja klar, jedes Kind ist anders, entwickelt sich anders. Aber der Lukas war halt sehr, sehr langsam in der Entwicklung und auch seine Reaktionen, das war alles ungewöhnlich. Der Körperkontakt hat er so zum Papa eingeschränkt oder zu anderen Personen, hat immer so sein Ärmchen vorgelegt, wenn man an die Schulter legen wollte. Ich habe so jetzt körperlich nichts gespürt, aber ich habe das Kind auch fast ein Jahr gestillt und hatte sowieso schon eine innige Beziehung zu dem Kind. Dann kamen diese Vorsorgeuntersuchungen, die ich brav absolviert habe, und da fiel er halt immer aus der Kurve, war einfach nicht online, würde man heute sagen. War einfach zu langsam, aber immer noch nicht so bedenklich langsam,
Es war immer so grenzwertig, einfach so Spätentwickler. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo der Arzt gesagt hat, jetzt sollte man mal eine Kinderneurologin einschalten und da mal genauer drauf gucken. Dann sind wir zu einer Fachärztin für Kinderneurologie, die hat dann Lukas auch angeguckt und getestet und dann wurde mal ein EEG geschrieben und das EEG hat auch nichts gezeigt, außer dass er wohl langsam ist. Also sein Gehirn war wohl nicht so vernetzt, wie es altersgemäß sein sollte. Mhm. Dann ist man ins sozialpädiatrisches Zentrum verwiesen worden, um da nochmal eine Grundsatzdiagnose, dann schon mit Chromosomenuntersuchungen und dann musste auch in die Röhre und da hat man das Gehirn dann nochmal gescannt, ob da was rauskommt. Da kam auch nichts raus und dann war irgendwann klar, wenn nichts rauskommt, medizinischer Befund und das Kind trotzdem die und die Eigenheiten aufweist, dann steht das Thema Autismus im Raum. Weil die Wahrnehmung nicht so war, die Reaktionen nicht so waren, die Sprache kam nicht. Dann wurde man betreut von der Frühförderstelle in Markdorf und er war dann im Kindergarten. Alter, dann habe ich gesagt, der kann doch so nicht in den Kindergarten, der braucht Windler und auch sonst, der kann nicht mit anderen Kindern, der konnte zu der Zeit noch nicht mal laufen. Und dann hat die Pädagogin, die uns betreut hat, gesagt, ja, dann, es gibt Kindergarten für besondere Kinder und da gucken wir jetzt mal los, oder? Und dann sage ich, ja klar, dann haben wir einen Sonderkindergarten angeschaut, der bei uns in der Nähe ist, in Salem, da wurde der Lukas dann auch aufgenommen, ganz altersgemäß mit 3 Jahren. Und es war dann irgendwie so klar, ja, unser Kind ist anders, aber okay, das ist halt so. Und können Sie das nochmal erklären, was heißt Autismus, kurz auf den Punkt gebracht? Autismus auf den Punkt gebracht ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Also die Autisten leben so in ihrer eigenen Welt. Ich habe mal einen Satz, der hat sich also manifestiert. Man soll sich vorstellen, man ist ein Schauspieler und wird auf eine Bühne gestellt. Man weiß in ein Bühnenstück rein, man weiß nicht, welche Rolle man spielt und man weiß auch gar nicht, welches Stück gespielt wird. So in etwa kann man sagen, fühlt sich ein Autist in dieser Welt. Autisten haben eine völlig andere Wahrnehmung, die aber nicht erfasst werden kann und können keine Reize filtern, da bricht alles rein. Da kann nichts aus- und abgeblendet werden. Und von dem her sind die ganz voll, die Menschen. Die Bandbreite ist ja sehr groß. Unser Kind ist jetzt, sage ich mal, bei der unteren Schicht, also sehr beeinträchtigt, weil er einfach nicht sprechen kann, sich nicht äußern kann, keine Gefühle. Ich kenne mein Kind 16 Jahre und kenne es nicht. Es ist alles Gefühlssache. Er kann mir jetzt sagen, wie es ihm geht, was ihn umtreibt. Oder das war schon immer so. Also ich musste immer fühlen, was braucht jetzt mein Kind oder was will er jetzt, was tut ihm jetzt gut oder was nicht. Und bei vielen Situationen wusste ich dann oder weiß ich bis heute nicht, will er das jetzt nicht machen oder kann er es nicht oder versteht er mich oder versteht er nicht. Man weiß sogar, was ankommt. Mhm. Sie sagen 16 Jahre und kennen Ihren Sohn immer noch nicht. Was spielt der Sohn denn für eine Rolle, zum Beispiel auch im Familienzusammenhalt? Sie haben ja noch 2 andere Kinder. Mhm. Ist es trotzdem ein Kind von Ihnen? Ah ja, das ist unser Kind. Wo Sie auch Muttergefühle haben? Ah ja, das ist heiß geliebt. Das auch wenn es so ganz anders ist. Geschwister. Das ist unser Kind, das sag ich immer oder dem Begleiter muss schon seit der Kleine ist, du bist okay, wie du bist, du bist unser Kind, du bist willkommen, weil ich denke, Autismus hat auch viel mit Angst zu tun und mit angenommen sein und sich selber annehmen. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, Sie haben eine wahnsinnige Tortur mit ihm hinlegen müssen, zu vielen Ärzten und Therapeuten und so. Wenn man dann so die Gewissheit hat, mein Sohn ist anders, mein Kind ist anders und man auch immer den Vergleich hat mit anderen Kindern, mit anderen eigenen Kindern, wie kommt man da als Mutter zurecht mit so einem Schicksal? Oder was hat Ihnen geholfen, damit zurechtzukommen? Man wird da schon reingeschmissen. Das Kind ist anders und wird einen anderen Weg nehmen. Zum Glück habe ich auch einen Mann und 2 andere gesunde Kinder, die da überhaupt keine Frage gestellt haben, warum gerade wir oder warum ist das so oder wir nehmen das an. Das ist ein Kind Gottes und auch dieses Kind hat
Würde. Und auch dieses Kind bringt ganz viel in unser Leben. Und allein die Kontakte, die wir haben durch das Kind, das wird uns auch viel bewusst. Wen hätten wir jetzt alles gar nicht kennen? Also wir hätten uns auch nicht getroffen, wenn ich dieses Kind nicht hätte. Mhm. Und so geht es uns ja mit ganz vielen Leuten. Auch dieses Kind ist ein Zugewinn und ist wichtig. Sie können heute sogar sagen, dass es ein Kind Gottes ist, Lukas. Ja. Und trotzdem frage ich mich, Sie sind katholisch erzogen, Sie engagieren sich in der Kirchengemeinde heute stark und sind ein gläubiger Mensch. Wie kommt man damit klar, dass man selber so ein Schicksal auferlegt bekommt, wo doch eigentlich irgendwie im Glauben und im Christlichen eher alles gelingen und glatt laufen soll oder so? Wie kriegt man das zusammen, dass man da nicht mit Gott irgendwie ins Hadern kommt? Ja, ich denke, glatt laufen muss es nicht. Man darf auch zweifeln an diesem Gott oder dann mal fragen, warum muss jetzt ich das haben? Aber ich habe mich immer aufgefangen gefühlt oder ich habe immer Antworten auf meine Fragen gekriegt. Oder wenn es schlimme Zeiten waren oder schlaflose Nächte und diese Geschichten, das lief bei uns länger, also nicht bloß im Kleinkindalter oder kommt immer noch vor, dann habe ich Vertrauen drauf, dass es wieder die nächste Nacht schlafen wir wieder. Da, wenn ich am Rande bin, dann kriege ich wieder von irgendwoher Kraft. Ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und dass er mir aber auch was aufladen darf. Aber ich bin mir sicher, er lädt mir nicht mehr auf, wie ich tragen kann. Mhm. Und das ist so meine, vielleicht auch schon meine mitgegebene Einstellung. Das hört sich sehr ermutigend an. Vielen herzlichen Dank, Frau Bockschaller, für das Gespräch. Was würden Sie denn einer jungen Mutter, die vor der Frage steht, Kind austragen, Kind behalten, welches vielleicht behindert zur Welt kommt oder nicht, was würden Sie damit auf den Weg geben, aus Ihrer Lebenserfahrung? Aus meiner Lebenserfahrung gibt es da gar keine Zweifel. Ich würde jedes Kind austragen. Ich habe auch bei meinem dritten Kind, wo ich schon Bescheid wusste, mit dem zweiten ist was nicht in Ordnung, keine Spezialuntersuchungen oder sowas. Weil so wie der Lukas jetzt ist, das hätte kein Arzt der Welt feststellen können. Und ich denke, wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann entscheide ich mich für dieses Kind, egal mit welchen Makeln es auf die Welt kommt oder auch nicht. Und man weiß ja nie, was später ist. Ich habe offiziell ja auch ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Das hat sich ja erst im Laufe der Zeit herausgestellt, dass er doch eigentlich eine schwere Beeinträchtigung hat und auch seit seines Lebens ein Sorgenkind in Häkchen bleiben wird. Und ich bin sowieso prinzipiell gegen Abtreibung. Das passt für mich gar nicht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so offen Rede und Antwort gestanden haben. Bitte? Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft für Ihre Familie, für Ihre Arbeit auch. Und ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen hier in der Stunde des Höchsten. Herzlichen Dank, Frau Bockstahler. Ich danke auch. Erlauben Sie mir, dass ich Sie heute noch einmal mit zur Krippe nehme.
möchte Ihnen gern die Geschichte, die Legende von der Verzweiflung erzählen. Als Jesus in der Krippe lag, drängte sich unter den vielen Menschen, die ihn sehen wollten, auch eine düstere Gestalt hinzu. Alle, die diese Gestalt sahen, wichen erschrocken zurück und bedeckten ihre Augen. Sie kannten sie aus ihren schmerzlichsten Stunden und hatten ihretwegen schon viel gelitten. Es war die Verzweiflung. Niemand hatte erwartet, dass gerade sie an den Anfang dieses hoffnungsvollen Lebens treten würde. Doch keiner wagte, sie zurückzuweisen. Niemand wollte an ihren schwarzen Mantel rühren. So schritt sie ungehindert zur Krippe und beugte sich über sie. Entsetzt hielt Maria abwehrend die Hände über das Kind, aber die Verzweiflung schaute nur stumm auf das Kind und sprach dann: Wir werden uns wiedersehen. Dann wandte sie sich um und ging. Sogleich drängten alle zur Krippe, damit sie mit ihren Gesichtern den Eindruck dieses anderen Gesichtes verscheuchen konnten. Es war aber, als ob das Kind durch sie alle hindurch auf etwas anderes schauen würde. 30 Jahre später wanderte Jesus durch das Land. Wo er hinkam, sah er kranke, abgekämpfte, schuldbeladene und mutlose Menschen. Er fühlte Erbarmen mit ihnen und fing an, ihnen zu helfen. Er heilte Kranke, er stärkte die Müden, er vergab den Schuldbeladenen und ermunterte die Hoffnungslosen. Es war, wie wenn eine neue Luft sie umweht hätte, ein neuer Geist, und alle begannen wieder aufzuatmen. Als er eines Tages wieder von einer großen Volksmenge umgeben war, schob sich eine düstere Gestalt dazwischen. Sie trug einen durchlöcherten Mantel und drängte mit spitzen Händen die Menschen zur Seite, bis sie vor ihm stand. Da erkannten die Menschen sie. Einige wollten fliehen. Einige wollten Jesus wegziehen. Er aber blieb stehen und schaute sie ruhig an. Sie sprach: Warum greifst du in mein Reich ein und störst meine Herrschaft? Jesus aber antwortete: Es ist dir keine Herrschaft über die Menschen gegeben. Sie gehören Gott und seiner. Da lachte die Verzweiflung und sprach: Du hast meinen Mantel durchlöchert. Du hast ihn aber nicht zerrissen. Dir aber werde ich alles entreißen. Wir werden uns bald wiedersehen. Dann wandte sie sich um und ging, die Verzweiflung. Er aber sah in ihre Gesichter und erkannte, dass er den Menschen gegen die Verzweiflung beistehen musste, solange er lebte. So trug er Tag und Nacht ihr Bild in sich. Und es kam die Nacht, in der er verraten wurde. Aus der Schar derer, die auf ihn zukamen, löste sich eine Gestalt, trat auf ihn zu, sagte mit erstickter Stimme: Rabbi, und küsste ihn. Als Jesus von den Lippen Judas berührt wurde, spürte er, dass von ihnen etwas auf ihn übergegangen und an seinen Lippen haften geblieben war. Judas hatte ihn mit seiner tiefen Verzweiflung angesteckt. Kein Mensch konnte ihn mehr davon befreien. Da verließen ihn alle und flohen. Nur die Verzweiflung ging mit ihm. Als er in seiner bittersten Stunde alleine war, wollte er zu Gott schreien. Aber nichts kam von seinen Lippen, als was darauf lag, nämlich der verzweifelte Ruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er starb. Da lachte die Verzweiflung laut auf. Sie hatte gewonnen. Sie erhob sich triumphierend bis zur Sonne und verdunkelte sie und ließ sich tief unter die Erde fallen bis ins Totenreich. So trat sie ihre Herrschaft über alle an. Aber als sie zu unterst im Tod und im Nichts angekommen war, hörte sie aus der Tiefe einen Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am untersten Rand der Verzweiflung lag der Gekreuzigte
und füllte mit seinem Schrei nach Gott die tiefste Gottverlassenheit aus. Seither hat die Verzweiflung keinen letzten Ort mehr. Sie irrt in der Welt umher und vermag wohl überall und immer wieder Menschen zu schlagen und niederzuwerfen. Aber sie vermag keinesfalls mehr, Gott von den Menschen zu trennen. Wahrscheinlich ist die Verzweiflung längst auch bei Ihnen angekommen, hat an Ihre Türe geklopft, hat sich Einlass verschafft. Wo kommt denn die Verzweiflung, um sich einzunisten? Manchmal ganz unverhofft. Die Verzweiflung macht es sich gemütlich bei denen, die gelähmt sind vor Angst, bei denen, die blind sind vor Wut, Trauer und Schmerz, bei denen, die voller Schuldgefühle und Gewissensbisse sind. Die Verzweiflung richtet sich da gut ein, wo Menschen die Hoffnung verloren haben auf Veränderung, auf Besserung, auf Heilung, auf Zusammenführung, auf Vergebung. Verzweiflung kann man auch da die Türen öffnen, wo man übereinander redet und denkt, du bringst mich zu Verzweiflung. Ich verzweifle noch an dir. Überall dort kommt die Verzweiflung zu uns. Bitte erinnern Sie sich, nachdem die Verzweiflung an der Krippe an den Anfang des verheißungsvollen Lebens getreten war, heißt es in der Legende, sogleich drängten sich alle zur Krippe, damit sie mit ihren Gesichtern den Eindruck des anderen Gesichtes verscheuchen könnten. Es war aber, als ob das Kind durch sie alle hindurch auf etwas anderes schauen würde. Und dann fängt schon die Geschichte an, wie Jesus durch das Land geht und viele, viele verzweifelte Menschen berührt und heilt. Und wie er dann den tiefsten Ort der Verzweiflung am Kreuz, im Reich des Todes, aufsucht und mit seinem verzweifelten Schrei durchzieht. Ich frage Sie, auf was kann man mitten in der Verzweiflung schauen? Was kann man durch die Verzweiflung hindurch noch ansehen? Noch eine kurze Geschichte. Ein Konzentrationslager im Osten. Ein politischer Gefangener wird aus seiner Isolationshaft zu einem der unzähligen Verhöre abgeführt und hat viele Stunden intensiver körperlicher und seelischer Gewalt vor sich. Innerlich gebrochen verlässt ihn langsam, aber sicher der letzte Lebensmut. Wer von den Mitgefangenen ihn anspricht, riskiert selbst sein Leben. Und dennoch, einer der Mithäftlinge hinterlässt ihm auf dem Weg in die Verhörräume eine Nachricht und schreibt mit dem Besen, mit dem er den Hof fegen muss, vivid in den Staub. Vivid, er lebt. Der alte christliche Jubelruf, mit dem sich die Christen der Auferstehung Jesu vergewissern, vivid, er lebt. Neuer Mut steigt in ihm auf. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Hiob kann in seiner ganzen Verzweiflung nur diesen weihnachtlich-österlichen christlichen Ruf über die Lippen bringen. Er lebt. Ich weiß, er lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, meine Verzweiflung noch so groß, so werde ich doch hindurch Gott sehen. Ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass Sie mitten in der Verzweiflung auf Jesus sehen können. Vivid, er lebt und er wird bei Ihnen sein. Die Verzweiflung wird keine Macht mehr über Sie haben. Die Verzweiflung hat keinen letzten Ort mehr, wo sie sich für immer einnisten könnte. Die Verzweiflung hat keine Macht mehr, uns von Gott, seiner Nähe und seiner Liebe abzuhalten. Lassen Sie sich das zum Schluss durch ein Wort von Paulus noch einmal bestätigen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Verzweiflung hat keinen letzten Ort mehr, auch bei Ihnen nicht. Gott sei Dank. Amen. Es tut gut, wenn wir füreinander im Gebet einstehen können vor Gott. Ich lade Sie deshalb ein, wenn Sie Sorgen und Probleme haben und Sie sich ein Gebet wünschen, melden Sie sich bei uns. Wir nehmen uns regelmäßig Zeit, um für Ihre Gebetsanliegen zu beten. Gerne können Sie uns diese auch zukommen lassen über unsere Homepage www.stundedeshoechsten.de unter der Rubrik Gebet. Lassen Sie uns nun füreinander und miteinander beten. Herr unser Gott, wenn wir Angst haben, hilf uns nicht zu verzweifeln. Wenn wir enttäuscht sind, hilf uns nicht bitter zu werden. Wenn wir gefallen sind, hilf uns wieder aufzustehen. Wenn wir mit unserem Verstehen und unseren Kräften am Ende sind, stütze uns, ermutige uns. Was auch geschieht, halte du uns fest, guter Gott. Gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott sei mit dir an jedem Ort, führt dich dein Weg auch weit, weit fort. Er sei dein Schutz in der Gefahr, seine Hand sei dir immer nah. Gott sei mit dir zu jeder Zeit, er sei dein Trost in Traurigkeit. Er sei die Kraft, die dich bewegt und dich zu neuen Ufern trägt. Gott sei mit dir an jedem Tag, wer weiß, was morgen kommen mag. Er sei dein Licht in dunkler Nacht, so wie ein Feuer hell entfacht. Sei mit dir bei jedem Schritt, wo du auch gehst, er gehe mit. Und bis wir uns einst wiedersehen, möge sein Segen mit dir gehen. Grenzüberschreitung? Nur Mut, von Menschen gesetzte Grenzen überschreite. Sonst wirst du nie den weiten Raum unter den Füßen spüren, den Gott dir zugedacht hat. Und wenn du dabei Gottes Grenzen übertrittst, vertraue. Vertraue seiner vergebenden Liebe, nur der erfährt Erfüllung seines Lebens auf weitem Raum, der in Umkehr und Heimkehr die erlösende Freude der Vergebung erfährt. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Gerne möchten wir mit Ihnen in Verbindung bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es übrigens auch die Predigten zum Herunterladen. So können Sie diese noch einmal nachlesen. Wir sind auch auf Facebook. Auch dort können wir miteinander ins Gespräch kommen. Monatlich verschicken wir per E-Mail den SDH-Newsletter, in dem Sie Neuigkeiten über unsere Arbeit erfahren und natürlich auch eine Programmvorschau erhalten. Wenn wir Ihnen diesen zuschicken dürfen, melden Sie sich bei uns. Wir haben auch verschiedenes Werbematerial für den Gottesdienst. Es gibt zum Beispiel Plakate, die Sie überall aufhängen können, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wir haben Postkarten und Aufkleber für Sie. Und es gibt eine neue Imagebroschüre über den Gottesdienst, wo alles Wissenswerte drinsteht. Gerne schicken wir Ihnen diese kostenlos zu. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns an Unterstützung zukommen lassen. Verschiedene Möglichkeiten gibt es, dies zu tun. Per SMS einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 € zukommen lassen. Oder Sie spenden online über die Homepage oder Sie bestellen sich so eine kleine SDH-Spendenbox. Die können Sie überall aufstellen und für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln lassen. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Und wissen Sie was? Wenn Sie heute das erste Mal diesen Fernsehgottesdienst gesehen haben und wenn Sie sich heute noch bei uns melden, dann haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie
dieses Mutmacher-Aufstellbuch mit wunderschönen Fotografien und inspirierenden Texten. Melden Sie sich, es lohnt sich. Damit Sie wissen, wer hinter diesem Fernsehgottesdienst steht, haben wir folgenden Film für Sie vorbereitet, der Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit der Zieglerschen gibt. Bei den Zieglerschen steht der Mensch im Mittelpunkt. Das traditionsreiche diakonische Unternehmen besteht bereits seit mehr als 175 Jahren und beschäftigt mittlerweile über 3000 Mitarbeiter in ganz Württemberg. Insgesamt betreuen die Zieglerschen rund 5000 Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Moderne Kliniken in herrlicher Landschaft bieten Suchtkranken vorübergehend ein Zuhause. Unter professioneller Leitung finden Drogensüchtige, Alkoholiker und Menschen mit Essstörungen wieder zurück in ein suchtfreies Leben. Senioren finden in unseren freundlichen Pflegeheimen eine neue Heimat. Mit viel Liebe und Engagement werden sie rund um die Uhr betreut und gefördert. Ein vertrauensvolles Verhältnis steht bei uns an oberster Stelle. In der Behindertenhilfe arbeiten rund 570 Mitarbeiter. Liebevoll und engagiert helfen sie vor allem Menschen mit geistiger und Hörsprachbehinderung, aktiv am Leben teilzunehmen. Eine große Tradition und bundesweite Bekanntheit haben die Schulen für Kinder mit Hör- und Sprachbehinderung. Gottesdienst feiern ist ein Markenzeichen der Zieglerschen. Für uns ist ein Gottesdienst mehr als traditionelle Formen und Texte. Darum haben wir den Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten ins Leben gerufen. Ein Gottesdienst, der direkt zu den Zuschauern ins Wohnzimmer kommt und Menschen europaweit berührt. Zum jährlich stattfindenden Jugenddiakonie-Festival heißen die Zieglerschen Hunderte von Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg willkommen. An drei Tagen gewinnen die jungen Menschen in zahlreichen Workshops und Events Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Diakonie. Die Zieglerschen, ein modernes Sozialunternehmen mit Zukunft. Wir möchten jedem Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen. Das war's für heute. Gehen Sie behütet in die nächsten Tage. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal in der Stunde des Höchsten wiedersehen. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.